rüsten Sie Ihre Lok auf und fahren Sie den Deutschregionalzug bis nach Rostocki. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zurück, liebe YouTube-Gemeinde, zu einer weiteren Folge Let's Play Train Simulator 15. Und ja, nach dem letzten Folge, ich sag mal, im Arsch war, aufgrund von technischen Problemen, weil Audacity sich einfach mal dachte, nehmen wir mal mitten in der Aufnahme den Ton nicht mehr auf. Und ich musste nachvertonen, ja, war nicht so genial, wollen wir hoffen, dass diese Folge jetzt besser wird. Und genau, wir sind jetzt hier auf einer schönen polnischen Strecke. Die ist der Manu RW zusammen mit dem Skeleton, hat die auch schon mal letztens gefahren. Das war der Scheibenwischer. Das hier ist das Licht. Und wir fahren hier mal mit dem Lind 41. Auf der Map, ich teile sie euch mal ganz kurz zeigen. Das hier ist die ganze Strecke. Wunderschön, muss ich sagen. Alle mir gefallen gerade die Bäume richtig sehr gut. Wir können uns ja mal einen angucken hier aus der Nähe. Ich finde die echt wunderbar. Und da fahren wir direkt mal los hier mit unserem Regionalzug. Wir hätten auch hier drüben starten können. Aber wir starten hier. Denn wir haben nur den Zug übernommen. Hier in Brot. Ich mag Brot. Brot ist lecker. Oh, das war mein Glas. Und ja, wir fahren bis nach Rostocki oder so irgendwie. Oh, ja, kommt schon eine wunderschöne tschechische Lok rein. Werden wir nochmal die Siefer aktivieren. Bitte, wir brauchen wir nicht, sorry, das war das Falsche. Und können losfahren. Sperre, los, komm. Hallo? Jetzt. Ja, wir haben einen sehr straffen Zeit-, also Fahrplan. Durchaus, da uns doch einiges an Gegenzügen entgegenkommen soll, werden muss. Und wir zischen hier schon mal richtig los mit unserem Lind 41. Auch meiner Meinung nach ein schöner Triebwagen. Von Rail Traction, glaube ich. Und wir wollten ja mal. Was ist die Pfeife? Bei Ihnen ist bei denen die Pfeife. Eigentlich wollte ich dieses Szenario zusammen mit dem Markus RW fahren. Könnt ihr natürlich auf seinem Kanal vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung. Und zwar auch mit einer Ludmilla. Doch das lief leider nicht so. Deswegen fahren wir jetzt mit dem Lind 41. Das ist natürlich noch viel, viel schöner. Und ja, unser nächster Halt ist Brod Zastavka auf Gleis 2. Und wir sehen ja schon diese richtig schönen Bäume. Oh, hier fährt einfach. Fahren wir einfach durch die Autos. Achtung. Ah, ich kann gar nicht hinsehen. Gib jetzt direkt mal ein bisschen Gas. Der Lind hat ja hier so einen schönen Kombi-Hebel. Und ist auch durchaus ein sehr schöner Triebwagen. Hat aber leider keine Fahrgastansicht, was mich ein bisschen stört. So, jetzt haben wir noch 1 Kilometer bis zum nächsten Halt. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Lind bisher nur ein paar Mal gefahren, und zwar auf meiner Eigenstrecke, die ich baue. Da baue ich nämlich Oschatz bei Mügeln so ein bisschen nach. Und da bin ich bisher mit dem nur einmal gefahren. Ja, ihr könnt ja auch mal ganz gleich, jetzt gleich mal zum Anfang, es war ja jetzt gestern Ostern. Und da könnt ihr, oh shit! Und da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so gemacht habt an Ostern. Ah, schaffen wir nicht mehr, schade. Ah, der Werner sagt ja, wir dürfen nicht zurücksetzen, also setzen wir auch nicht zurück. Oder? Nee, schade, um die Tür kommt nicht mehr hin, wir müssen weiterfahren. Schade, schade, schade. Hier kommt ein Kollege.
Haben sie doch gar nicht nach Miller. Sehr schön. So, den nächsten Halt dürfen wir nicht verpassen. Da müssen wir langsam vielleicht mal halten. Wenn wir uns jetzt schon die Strecke so mal anschauen. Sieht doch schon wirklich schön aus. Wind gibt, macht auch schöne Geräusche und. Turbolader, so wie das pfeift. So. Jetzt kommen wir gleich in Cremo Sonne an. Nächster Halt, Cremo Sonne auf Gleis 2. Diesen Halt dürfen wir jetzt echt nicht. Oh ja, und oh, wow, cool. War das Fortschritt? Geschwindigkeitsüberschreitung. Oh. Ja, diese Felsen sehen doch echt voll cool aus. Tunnel, sehr schön. Sie fahren. So, jetzt nehmen wir mal das Gas weg. Und bremsen mal ein wenig. Ach, 80 sind ja angekündigt. So, meine Stimme gerade wieder fast weg. So, man kann ruhig ein bisschen mehr hier mit mehr Speed reinfahren. Klingt eher wie so ein Flugzeug, die Geräusche jetzt gerade. Komm ich lieber mit der Druckluftbremse hier. Geräusche sind. Ach, das sind die von der Schiene. Das ist ja mal sowas von genial. Natürlich passt die Höhe perfekt. Aber astrein. Hey, wunderbar. Hier sehen wir richtig schön. Gras hier, Feldweg, Straße. Die Gras, das ist Gras, sieht cool aus. Überhaupt hier die Landschaft, guckt euch die mal an, Mann. Die Übergänge, das ist wunderbar. Jetzt ist unser Licht auf einmal aus. Egal, wir können weiterfahren. Sehr schön. 85 dürfen wir fahren. Mal zugegeben, der Sound von den Schienen ist doch echt cool. Ich finde das einfach nur geil. Ja. Oben sind hier Lampen, verstehe ich nicht ganz. Oh, wir sind schon wieder zu schnell. Der Lind, der beschleunigt aber ziemlich gut, finde ich. Ist auch echt schöner Triebwagen, habe ich ja schon mal gesagt. Und ich kann halt mich nur wiederholen. Also die Landschaft ist einfach nur genial. Ich erinnere mich so ein bisschen an die Oberlausitz. Mit diesen kleinen Hügelchen immer und den Bäumen. Und jetzt dürfen wir wieder 110 fahren. Was haben wir hier drüben? Haben wir da sowas wie eine Höhle? Müsste echt so eine Entdeckungstour machen mal. Weil da gibt es eben keine PZB, wie ihr seht. Haben die in Tschechien eigentlich so ein Zugbeeinflussungssystem, also so mit PZB vergleichbar? Oder AWS oder sowas, haben die sowas auch? Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja auch mal in die Kommentare schreiben.
Jo, und Gruß hier an Markus nochmal. Markus erwähnt, dass wenn man dafür dann was anderes aufgenommen. Hier die Kiefern, Alter. Schön. So, Gras ein bisschen wieder wegnehmen. Wir sind nämlich schon fast bei 110. Nächster Halt ist Loki. Loki. Ah ja. Interessant. Ich weiß nicht, kommt von euch vielleicht jemand hier aus Polen oder Tschechien oder wo wir jetzt eben sind? Dann könnt ihr vielleicht mal euch melden in den Kommentaren. Ja, und damit möchte ich auch nochmal den Travis grüßen, der sich doch das jedes Video hier reinzieht. Der wartet doch immer sehnsüchtig da drauf. Travis, wenn du das hörst, dann sag mal Danke bitte in die Kommentare, ne? So, bremsen. Ja. Der Werner wird sich bestimmt wieder beschweren, weil ich irgendwas wieder falsch gemacht habe, aber. Schwamm drüber. Hier steht noch ein Lind. Sehr schön. Sehr schön. Ist ja vielleicht nicht so professionell wie beim Rob oder beim. Oder wie beim Lennart. Aber lustiger für auf jeden. Oder? Was sagt ihr dazu? Das ist das, was ich beim Lennart immer mal nicht so schön finde, wenn das dann immer alles so durchquetscht. Und das gefällt mir dann eigentlich überhaupt nicht. Warum welche technischen Daten labert. Das ist das, was ich beim Philipp ganz cool finde. Der labert da wirklich. Technische Daten, der hat sich richtig informiert. Das finde ich auch genial, wenn man sich richtig übel informiert. Das dann auch noch so ein bisschen, ich sag mal, wie so eine Art Reiseführer im Training Simulator rüberbringt. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Aber wenn man dann irgendwas, naja, so gequetscht rüberbringt. Ja, ich weiß nicht. Gut, Lennart hat zwar irgendwo seine 10.000 Abonnenten, aber ich meine, deswegen. Ich habe manchmal doch bei ihm schon Kommentare geschrieben, wo einfach keine Antwort drauf kam. Oder wenn dann erst 2 Wochen später, ich meine, ich lese mir auch jeden Kommentar durch, ja, also könnt ihr nichts sagen, ich lese mir jeden Kommentar durch, den ihr das Video schreibt. Und wenn es irgendwelche Fragen sind, dann antworte ich meistens drauf. Oder wenn es einfach nur sagt, jemand cooles Video, dann sage ich meistens Danke. Und, ja, das ist halt was, ja, damit jetzt hier kein Beef anzetteln oder so gegen Lennart Abonnenten und gegen meine. Die meisten, denke ich mal, die mich abonniert haben, werden wenn Lennart auch abonniert haben. Ich finde den eigentlich auch ganz nice, Lennart. Bloß. Oh, 80 waren hier bloß. Merkt ihr auch manchmal beim Manu, RW. Oh, hier Taucherbrillereihe 758. Traum. 758 bin ich doof. 754. Ein Traum hier mit Kohlewagen. Nee, das war beim Manu RW war das auch mal so, dass ich früher auch mal, als wir mal zusammen aufgenommen haben, da war er ja auch so, jojo, ihr müsst ihr jedes Video von mir angucken. Und da war er auch noch ganz freundlich, finde ich, und jetzt ab und zu, naja, man schreibt zwar noch ab und an, aber ich weiß nicht. Ich habe mir auch mal öfters mal gefragt, ob wir mal zusammen aufnehmen wollen, mal wieder, ja, ja, können wir ja mal machen. Aber so ein Termin oder so kam jetzt auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob man dann irgendwo ab 500 Abos überheblich wird oder so. Ich meine, ich gucke mir ja auch jedes seiner Videos an, schreibe immer einen netten Kommentar drunter oder nicht immer, aber meistens, weil ich es dann einfach schön finde, der macht das auch gut. Aber das hat er ja bei mir da auch mal unter ein paar Videos Kommentare geschrieben, aber jetzt habe ich, glaube ich, das Gefühl, der guckt sich das gar nicht mehr an. Und das war es, weil ich halt ein bisschen nervig finde. Ich meine, wenn man es doch auch über WhatsApp schreibt, dann kann man sich auch die Videos vom anderen angucken, oder? Ja, so ist das. Das ist ein Fortschritt hier drüben, oder? Jetzt muss ich mal gucken gehen. Nee, ist klar. Nee, Fortschritt sieht ein bisschen anders aus. O90 sind hier. Sehr schön die Kurve hier mit dem Wasser. Das sieht wunderbar aus. Hier kommt schon wieder. Kollege. Wunderbar, hier wieder so um die Kurve mit diesen Steinen, das sieht, und der Brücke, das sieht, also das sieht doch mal echt wunderbar aus.
als wenn der Entwickler von der Strecke oder die Entwickler dieses Video sehen. Ich bedanke mich echt bei euch. Das ist eine wunderschöne Strecke. Und ich denke, wir werden uns hier sicher öfters mal was fahren, wenn ihr euch das wünscht. Im Livestream werde ich jetzt sicherlich auch was fahren. Ja, so ist das. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, mit wem ich mal ein Video zusammen machen könnte. Da kann ich den ja mal anfragen. Ich habe bei Michi, habe ich glaube ich auch schon mal angefragt. Er hat nicht darauf geantwortet. Hier, sehr schön. Nächste halt Planer Langmar wahrscheinlich. So, wir bremsen schon mal leicht. Ja, Michi und der Mann und machen ja jetzt am weil letzte Woche haben die ja ein Abo-Treffen gemacht. Ich war nicht mit dabei. Ich war doch schön im Osten. Oh, da müssen wir wieder mal ganz schön stark bremsen. Emergency, genau. Oder Emergency, wie es auf Englisch heißt, aber Emergency klingt viel lustiger. So, dann lösen wir mal hier die Bremsen wieder etwas. Einen Augenblick bitte. Wie ist das Ding da? Ich würde nur sagen, ich bin wieder da. Schön. Sehr schön, ich komme dann gleich nochmal. 20 Minuten oder so. Ja, nee, ich bin, dass du weißt, dass ich da bin. Schön. So, da bin ich auch schon wieder. Entschuldigt kurz die Störung. Haben wir die Türen schon freigegeben? Ja. Gucken wir uns mal ganz kurz den anderen Zug hier nochmal an. Ich meine, hallo, das sieht doch geil aus, die Lampen. Der Feldweg, der Zaun. So ein bisschen Panzer-Style, so. Ich meine, das Gras hier überall, das ist sehr schön gestaltet. Die Bahnsteige. Das ist eine lustige Lok. Das muss man echt lassen, die haben lustige Loks, die Tschechen und Polacken, oder? So, wir gehen mal wieder rein. Türen zu. Der Hupt und abfahren. Na, nicht gleich volle Leistung. Doch, volle Leistung. Ja. Ne, mit dem Markus können wir sicherlich nochmal aufnehmen. Das ist ein ganz lieber, finde ich. Ich baue ja auch gerade eine Strecke und der hat mir bei der Freundlichkeit meine PDF erstellt. Zu der Strecke. Also, die ist noch nicht ganz fertig. Ich werde, denke ich mal, bald. Im Mai oder Juni werde ich dann eine Beta releasen. Alle Oschatz mügeln. Wird das sein? Ich weiß nicht, kennt ihr Oschatz? Das ist bei Leipzig. Also wenn man Dresden-Leipzig fährt oder Leipzig-Dresden, dann kommt dann auch Oschatz. Das ist durchaus ein schöner Ort. Und da ist auch die Dolnestalbahn. Da werde ich wahrscheinlich bald mal ein Video zu hochladen. Da war ich vor einem Jahr in etwa. Ich habe es endlich mal geschafft, den Schnitt zu machen. Jetzt können wir hier richtig Gas geben, 160. Steht hier drüben. Ein paar Wagen. So. Wie weit haben wir es noch? Ah, sind wir ja gleich da. Das ist eine recht schnelle Folge. Sehr schön. Wenn ihr auch mal eine Strecke habt, ne, die ihr gebaut habt und die schon so im Beta-Stadium ist und die man mal antesten könnte, könnt ihr auch gerne mich mal anschreiben. Ich teste die Strecken für euch gerne. Könnt euch auch noch sagen, was ihr verbessern könnt und ja, also Zeugs. Ja, ich kann ja mal ein paar Worte über die Strecke von mir sagen, wenn ihr wollt. Und zwar die Dolnestalbahn. Das ist ja im Original. Die führt ja von Oschatz nach Glossen über Mügeln. Das ist damals der größte sächsische Schmalspur oder überhaupt der größte Schmalspurbahnhof Deutschland gewesen. Und mittlerweile ist das nicht mehr. Obwohl, ist das noch? Weiß ich gar nicht. Und
Ihr Kollege. Und ja, ich fahre das eben, das heißt, glaube ich, OSHA 30mm. Also Normalspur, weil im Original sind 750mm. Also Schmalspur. Und ich habe das eben in Regelspur nachgebaut. Mit den, da haben wir die 628 und Lind und sowas eben drauf fährt. Das sieht richtig gut aus. Bei mir ist es aber so, ja, ich habe bisher Strecke gebaut. Ich habe auch Landschaft, Bahnübergänge, Bahnhöfe gebaut. 3 bisher. Aber ich schaff's echt nicht, eine Stadt zu bauen. Kurz auf die Frames gucken. Ich schaffe es nicht, eine Stadt zu bauen, und ich schaff's auch überhaupt nicht, Signale zu bauen. Also wenn ihr irgendwie ein Video kennt, wo gute Signale sind oder Signale erklärt sind, dann könnt ihr mir das mal bitte schicken. Ich habe auch mal beim Rustex LP, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch an dieser Stelle Gruß an dich, mir die Videoserie angeguckt, so wie er seine Anlage baut, die ich auch durchaus sehr schön finde. Könnt ihr mal vorbeischauen, vielleicht könnt ihr ja mit dem mal aufnehmen, wenn ihr wollt, dass ich mit dem mal aufnehme, könnt ihr ja Bescheid sagen. Also dann fahren wir was zusammen. Und der weiß, habe ich auch mal gefragt, aber der hat auch noch keine Ahnung. Oh ja, sieht ja richtig, wie die Bäume nachgeladen haben. Weil der hat auch keine so richtige Ahnung von Signalen, deswegen hat er bisher noch keiner gebaut. Und auf Railsim verstehe ich das noch nicht ganz so. Da, oder bei der Wiki, der Wiki haben sie das ja auch erklärt. Also nicht bei Wiki, die starken Männer, sondern der Railworks Wiki. Der freien Enzyklopädie. Das heißt doch, glaube ich, so, weiß ich gar nicht. Und das verstehe ich aber nicht so ganz. Diese Punkte setzen, das habe ich verstanden. Aber wie man dann die Fahrbegriffe setzt, da Schnellplan, so, zieh mal die Bremse. Also die Animation von den Türen ist doch schon sehr cool. Mit dem Schatten, das ist echt genial. Also die Bäume, die sind echt genial. So schön mit LEDs. Und wird reinschauen in den Lind, sehr schön. So, mal noch ein kleines Picture. Und dann können wir auch schon direkt losfahren. Sagen die Bremsen gelöst, ja. Hier ist jetzt ja die Anzeige. Ich bin ja schon mal gespannt, der Zero soll ja, glaube ich, von RSSLO gebaut werden. Wenn der rauskommt, schlage ich natürlich direkt zu. Ich weiß nicht, der Zero, das ist halt so ein Zug, mit dem bin ich schon wieder, schön Taucherbrille. Dem bin ich einfach groß geworden. Der fährt bei uns auf der Strecke auch immer, Zittau Dresden. Das ist einfach ein atemberaubender Zug. Ich finde den auch richtig genial. Lind finde ich auch genial. Vor allem durch diesen Aufsatz hier. Der macht den für mich jetzt irgendwie interessant, weil er dann lustig aussieht. Geht so ein eintöniges Cap, wo alles hier, das mag ich eigentlich überhaupt nicht, wenn der vorne immer enger wird. So wie der ICE 3 oder so, wo dann so, oder ICET, wo du einfach so eine Rundung hast, wo du drinnen sitzt. Ich mag eigentlich mehr, wenn du so einen richtig schönen breiten, geraden wie beim ICE 2 in der letzten Folge. Und du dann rechts sitzt, das finde ich richtig genial. Aber ja, so ist das. Oh, wir können ja auch mal wieder was Amerikanisches oder Englisches fahren, wenn ihr wollt. Ihr braucht so in die Kommentare schreiben und euer Wunsch wird erhört. Von außen pfeift er ein bisschen seltsam. Tunnelfahrt, Durchsage, Fahrer. Ah, hier kann ich Durchsagen machen. Das ist ja cool.
Nächster Halt ist auch schon Rotzdocki auf Gleis 3. Wenn wir jetzt hier sehen, mal schön. Wir sind hier gestartet. Jetzt sind wir aktuell hier oben in der Kurve. Das sieht doch schon recht schön aus. Das ist gut, dass man keine ewig lange Map hat, sondern die ist schön ineinander kurvt. Das ist cool. So, mit 120 schaffen wir, aber nicht steht hier irgendwie zugelassen. Nee. Wir gehen auch nicht, die Roller ist nicht runter, schade. Hier Mikrofon. Geht nicht. Hier auch nicht. Das hier auch nicht, schade. Schade, schade, schade. Da können wir aber mit dem Stadler GTW mal fahren, wenn ihr wollt. Mit dem kann man das Mikro ja bewegen. Glaube ich sogar. Und der Werner wollte auch mal mit dem Flirt fahren. Können wir auch mal machen. Boah, es hat halt eben keine Steve und keine PZB. Aber da können wir ja mal ein kurzes Szenario, so ein schnelles Spiel mit dem Flirt fahren, damit der Werner glücklich ist. Hier Autobahn oder sowas. Cool. Sehr schön. Wunderbar. Hier vorne sind gleich 140. Ladies and Gentlemen, our next up is Rotzdocki Platform 3. Meine Damen und Herren, nächster Halt Rotzdocki Gleis 3. So, dann bremsen wir auch schon direkt einmal ab. Oh! Oh! Och Mann, alter Scheibenkleister. Ja, vorne wäre der Halt gewesen. Ja, geil. Ja, okay. Ein kleiner Fehler am Ende, aber ich habe die 50 gar nicht gesehen. Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge von ChangeLadder 2015. Und damit sage ich HP1. Bis zum nächsten Mal, euer Sachsenbahner.